Der Spätsommer ist da und damit hallo und herzlich willkommen zum Wetterupdate vom 3. bis 8. September 2018. Im Süden startet der Montag bei 7 bis 12 Grad recht frisch. Hier und da sind Schauer und Gewitter möglich. Im Nordosten heizt sich es schnell auf. Bis zum Mittag sind gebietsweise von der Oder bis zur Ems 24 bis 29 Grad zu erwarten. Örtlich können es auch mehr werden. Im Süden bleibt es bei maximal 17 bis 22 Grad recht angenehm. Dort ist es aber auch bedeckt. Vereinzelt fallen Schauer. Gewitter sind am Vormittag schon möglich. Der Dienstag beginnt wieder recht frisch im Süden. 8 bis 14 Grad werden dort erwartet. In der Nordhälfte werden die Nächte wieder wärmer. 16 bis 20 Grad sind da die Tiefstwerte. Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung ab. Und es werden Spitzenwerte um 29 Grad erreicht, im Osten 22 bis 26 Grad. Der Süden ist hingegen bei 18 bis 23 Grad weitergehend der angenehmste Bereich in Deutschland. Er bleibt aber recht bewölkt und schaurig. Hier entstehen am frühen Vormittag auch vereinzelt Gewitter. Die Werte fallen zum Mittwochmorgen bei klaren Nächten auf 10 bis 14 Grad ab, örtlich sind sogar 5 Grad möglich. Nur am Oberrhein bis zur Ems werden 14 bis 19 Grad erreicht und örtlich nur bis 21 Grad im Raum Ruhrgebiet. Im Nordosten ist mit Bodennebel zu rechnen. Der Tagesverlauf wird bei Höchstwerten von 30 Grad im Ruhrgebiet, 25 bis 28 im Südwesten bis Berlin und 20 bis 23 Grad von Bayern bis Sachsen recht sonnig werden. Nur im Westen besteht ein hohes Gewitterrisiko. Dort zieht am Mittwochabend in die Nacht rein bis zum Donnerstag schwere Gewitter. Dort fallen die nächtlichen Werte auch nicht wirklich ab. Dort entstehen wieder tropische Nächte im Ruhrgebiet bei 20 bis 24 Grad minimal. Dabei kühlt es im Westen wegen dieser Kaltfront allmählich auf 12 bis 20 Grad ab. Dabei sind Schauer und Gewitter keine Ausnahme. Die Gewitter erreichen am Nachmittag den Südosten, Mitteldeutschland und den Nordosten. Vor der Front werden nochmals dort 25 bis 27 Grad örtlich mehr erreicht. Bis Freitagnachmittag zieht die Front auch schon nach Polen ab. Und in Deutschland stellt sich wieder wechselhaftes Wetter ein. Hier und dort mal ein Schauer, örtlich scheint die Sonne bei 13 bis 24 Grad. Am Wochenende wird es wieder sonniger und trockener und das Gewitterrisiko nimmt langsam ab. Neue Gewitter sind aber schon auf dem Weg zu uns. Ob sie uns erreichen, ob der Sommer vorerst noch bleibt oder ob der Herbst mit mehr Regen oder auch den ein oder anderen Schneefall in den Gebirgen langsam näher kommt, das werden wir jetzt noch nicht rausfinden, aber zu einer späteren Stunde bestimmt. Ich verabschiede mich und wünsche euch eine schöne Woche und einen guten Start in den Montag. Tschüss.